Jo Leute, und somit, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Ben und ich, der gerade da vorne rumdümpelt, sind heute nach Neumarkt zu den Jura Trails gefahren. Das sind ja so Trails, die jetzt endlich legal gemacht wurden. Und ja, wir haben richtig Bock hier mal fahren zu gehen, habe ich auch schon mal angekündigt, glaube ich, im Video vom Straßburg. Und genau, wir haben jetzt hier heute einen geilen Tag. Ich filme einfach alles und schneide euch am Ende ein geiles Video zusammen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Leute, ich muss gestehen, wir haben die erste Aufnahme verkackt, weil ich das falsche Objektiv eingestellt habe. Da habt ihr nichts gesehen. Und jetzt gappen wir. Ich gapp nicht, ich rein. Okay, ich gapp von hier oben direkt unten rein, hoffe ich. Warte. Okay, let's go. Ja, yo. Viel zu schnell gewesen. So, jetzt sollten wir eigentlich ein bisschen mehr sehen, hoffentlich. Scheiße. Gehört? Nee. Wenn man beim Zurückreiten von Teil hier, dann hinter an den Vorderradschrank wieder an. Geil. So. Ich glaube, das war gut gefilmt. Also Leute, jetzt neue Abfahrt. Neues Glück. Jetzt fahren wir aber da erstmal was essen, weil wir haben beide Hunger. Yo. Hallo. Faust und let's go, Gimme. Jetzt droppen wir ein bisschen chilliger rein. Oh je. Das war wohl nix. So, jetzt ja. Was brüllt der Ben da hinten rum? Ich weiß nicht was. Ups. Einen Zahn. So. Oh, je. So. Jetzt essen. Also Leute, beim Ben liegt jetzt die Entscheidung, ob wir den Hunter oder den Windrad-Trail fahren, weil wir wollen jetzt, also ich möchte nicht nur den Diabolo Snake fahren. Also liegt jetzt beim Ben die Entscheidung, welchen wir jetzt noch fahren. Dann den näheren. Dann den näheren.
Also dann jetzt, ich weiß gar nicht, ob ihr mich seht. So. So, also dann müssen wir jetzt noch einmal den Hunter Trail fahren. Wir waren gerade essen, fahren, halbe Weltreise. Weil Sonntag ist nur noch ein Bäcker ganz in der Markt offen, warte. Geil. Then get up, get dressed, before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite bit. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, you keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips. I'm feeling the heat, that's all I need. Gone, we've only begun. That's the best part. When we get it on, I'm addicted, no denying it. Cause you don't cross my mind, you're living it. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips. I'm feeling the heat, that's all I need. Also Leute, der Ben fährt jetzt nochmal den Snake Trailer, wie der heißt. Ich wollte jetzt allerdings auch mal, wenn ich mal hier bin, weil ich ja doch ein bisschen weiter weg wohne, 60 Kilometer ungefähr oder 70. Jetzt habe ich gesagt, yo, ich fahre nochmal den Hunter Trail, der würde mich mal interessieren. Windrad Trail war mir jetzt zu weit. Und dann treffen wir uns wieder oben beim Diabolo Snake, ja, so heißt er. Und dann filmen wir nochmal ein bisschen was von außen, das, was ihr quasi gerade gesehen habt. Und genau, jetzt noch einmal zum Abschluss quasi der Hunter Trail. Jo. Jo, Leute, ich sehe den Einstieg da vorne. Hier habe ich mit Maps hingeleitet, findet man aber so ganz easy. Richtig geiler Ausblick. Und jetzt schauen wir uns den Trail auch mal noch an. Also Leute, ich bin jetzt angekommen am Einstieg vom Trail. Ist relativ easy zu finden. Ihr fahrt nur oben beim Diabolo Snake auf die andere Straßenseite. Folgt einfach immer dem Weg und dann seht ihr schon den Anfang. Ja. Ich bin auf jeden Fall echt begeistert von den neuen Enduro-Akkus von GoPro. Also es soll keine Werbung sein, weil die habe ich mir selber gekauft, aber die halten echt richtig lange. Also ich habe immer noch 50% und ich bin die ganze Zeit mit einem Akku. Okay, anderes Thema. Ich weiß auf jeden Fall nicht, was mich erwartet. Und ja, wir ballern jetzt einfach mal rein. Ist auf jeden Fall ein grün ausgeschilderter. Oh fuck, ich sehe gar nichts durch die Spiegelungen. Okay. Okay, geile View auf jeden Fall. Ich kann den Weg nur deuten, scheiße. Hier geht's runter. Okay, hier geht's weiter. Geile Hütte. Ah, das habe ich im Video gesehen. Ist da eine weggerutscht, glaube ich. Okay. Ah, hat schon was. So ein bisschen Hometrail-Vibes. Wow, ist knapp. That was close. Okay. Oh, feier ich irgendwie. Gefällt mir. Kann der Ben ja dann selber entscheiden, ob es sich gelohnt hätte mitzufahren. Kann ich auf jeden Fall mitreden. Hier sind wir jetzt. Okay. Ja. Zu fahren. So, ein bisschen Geschwindigkeit darunter, dann geht es schon.
hat halt echt sehr Hometrail-Charakter. Aber es ist ja hier auch irgendwie Hometrail-mäßig. Wobei halt wirklich der Diablo, das Snake, halt wirklich ein Bikepark-Niveau hat. Würde ich jetzt mal fast behaupten. Ne? Wow. Wow. Okay. Geil. Gefällt mir zwischen den ganzen jungen Bäumen. Schön eng hier. Schon einige Leute hängen geblieben, wie man sieht. Zum Glück, ne? Boah, ich glaube, den kann man richtig fetzen, wenn man den ein paar Mal gefahren ist. Ja, dann. Das. Ach, hier komme ich raus. Okay. Ach so. Also Leute, das war's hier mit dem Video von den Jura Trails in Neumarkt. Ich muss sagen, ich fand's mega geil. Ich wäre ganz gerne auf den Windrad Trail gefahren und vielleicht mit Ben nochmal den Hunter Trail. War auf jeden Fall ein mega geiler Tag. Ich habe mega Bock, das Ganze nochmal zu machen. Allerdings nicht auf solchen Trails, sondern eventuell in großen Bikeparks. Da haben wir auf jeden Fall einige Ideen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Instagram, TikTok von Ben in der Beschreibung verlinkt, genauso wie von mir. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, gute Zeit. Ciao. Magst du noch was sagen? Daumen nach oben. Fast.